Schatz. Alles Gute. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Ich muss in den Park und mach gleich ein Intro. So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir sind hier im Englischen Garten. Es regnet. Guckt euch das aber mal an, wie das hier aussieht. Das habe ich ja noch gar nicht gesehen. Hier sind ja überall so Gräber, Denkmäler, Statuen. Richtig brutal. Auch auf der Seite hier heftig der Boss. Guckt euch das an. Hier gibt es auf jeden Fall einiges zu sehen. Und apropos heftig der Boss. Es ist soweit. Der Raid-Boss-Wechsel steht im Haus. Megalogog ist weg. Regi Eleki ist weg. Regi Drago kommt in die Raids. Und Mega Despo da. Das allererste Mal, dass Mega Despo da ist. Ist auch der erste Raid, der jetzt aufgegangen ist. Ich werde heute schnell zwei Raids machen, zwei Community Raids. Wir laufen jetzt direkt zum Mega Despoda Raid. Zeige ich euch gleich. Habe ich gepostet im Community Tab. Wieder 10 Leute können eingeladen werden, die wir mitnehmen im Video, um zusammen den Mega Despoda Raid zu machen. Später mache ich dann noch ein Regi Drago Raid. Den seht ihr dann aber morgen. Also das Video dazu seht ihr morgen. Mega Despoda mache ich aber jetzt. Und da vorne stehen Leute. Machen die etwa auch den Raid? Muss ich so tun, als würde ich nicht Pokémon Go spielen? Oder die stellen sich einfach nur unter, weil es halt regnet. Mal gucken, wer sich alles eingetragen hat. Ich denke mal, Mega Despo, da ist sogar Solo möglich. Da werden manche wieder eine Herausforderung suchen, den so machen. Und zum Glück ist die GoPro wasserdicht. So, das ist die Arena hinter mir. Das ist die Familie. Das ist der Jonas mit seinem Regenschirm. Der hat sich hier so bequem gemacht. Ramses, wie sieht das denn aus? Kannst du dir das Kinder hinstellen? Ich war es nicht. Meine Hände sind unschuldig. Aber guckt euch mal die Arena an, wie genial die aussieht. Das ist ein Brunnen. Hier läuft überall die Suppe raus. Da ist so ein Froschkopf. Das ist der Ludwig Bechstein Brunnen. Ludwig Bechstein Fontaine heißt das, glaube ich. Das sieht richtig stark aus, wer das noch nicht gesehen hat. Ich gucke jetzt aber mal auf die Konda, auf die Listen, auf die Grafik in den Community-Tab und es wird immer nasser. So, ich stehe jetzt hier kurz an der Arena, da ist der Raid. Wir müssen aber mal kurz in den Community-Tab. Ich muss euch nämlich nochmal zeigen. Hier habe ich die Konda-Grafik gepostet für Despoda. Oben drüber habe ich den Raid gepostet, Ludwig Bechstein Fontaine. Wer hat sich alles eingetragen? Ich habe auf dem Noodle-Account ein paar Leute geedit. Jetzt muss ich gucken bei dem anderen, wen ich noch mitnehmen kann. Eingetragen haben sich Matze, Hopfenschnitzel, Patsch, Netghost, Hikaru, Pogehanda, Kitson Gohan und Schäfe. Die drei muss ich mir merken. 6-6 Kit und Schäfe. Jetzt gebe ich die mal hier ein, dass ich die weiß. In einer Minute startet nämlich der Raid. 6-6 Kit und Schäfe. Jetzt habe ich genau die drei, die ich einladen will. Aber ich brauche noch den anderen Account. Das heißt, ich greife mal in die Tasche rein. Habe hier jetzt den Samyang Bulldog Account. Der hat hoffentlich die anderen 5 eingespeichert. Wir können jetzt einladen, weil es ist jetzt 25. Der rennt zurück in den Park. Der ist auch da. Mega Despot da. Die Leute rasten bestimmt komplett aus. Ich brauche theoretisch eigentlich nur ein weibliches, ein männliches entwickeln. Dann bin ich damit fertig. Ich gehe auch jetzt öffentlich rein. Pupsi, bist du soweit? Super, ich weiß nicht, wo ich dort die Kamera hinstellen kann, deswegen. So, die drei sind eingeladen, hier drücke ich drauf. Hikaru, Hopfenschnitzel, Matze, Netghost, Patsch, auch eingeladen. Es sind noch 2 Plätze frei, du könntest 2 einladen, wenn du willst. Du kannst auch, wenn du noch mehr willst, das eine Handy noch nehmen. Euch ist nichts, ihr seid trocken. Dort habe ich aber keinen Platz für die Kamera, deswegen musste Ramses weiter in der Nässe stehen. An der Super Fountain. Das wird, naja, es steht gerade gut, ich lasse es so, wie es jetzt ist. Vielleicht zum Fangen kann ich ja wechseln, ansonsten bleibe ich hier. Despo da ist natürlich vom Typ Gestein, also Kampf ist effektiv. Selbst wenn es Stahl wäre, Kampf wäre effektiv, aber ich glaube, es kann nur eine Stahlattacke im Normalfall, ist aber kein Typ Gestein, es ist ja dann Typ Unlicht, wo auch Kampf effektiv ist. Kampf ist also doppelt effektiv, nehmt also Kampf-Pokémon. Hier zeigt es auch eine Mahomai-Armee an. Hier ist auch ein Mega-Schlappohr drin. Ja, das kann auch Kampfattacken. Und Matze! Matze kämpft nicht nur mit als eingeladener Gast. Matze ist auch ein Pokémon, nämlich dieses Terrakium mit Sangdo-Klinge und haut hier richtig rein. Noch krasser als Mahomai ist natürlich Krypto-Mahomai, was ihr auch nehmen könnt. Und jetzt haben wir hier schon eine fast volle Lobby mit 18 Leuten.
Blood and Tears ist am Start, Borki, Aquana Girls, Super Sani, Viva La Ramses, Shenaya, Kidsong Gohan, Pogahanda, Net Ghost, Matze, Schäfe, Patsch, Hikaru, Yoda, Ramses, Mystical Force, Hopfen, Schnitzel. Zwei wären noch frei. Diesmal habe ich es nicht geschafft, vorher einen Despo da zu machen, sodass ich schon ein bisschen Energie hätte. Ich versuche nämlich sonst in den Mega-Community-Raid-Videos schon mein Despo da oder meinen entsprechenden Mega-Raid-Boss, den ich dann habe, mega zu entwickeln als weibliches Shiny und als männliches Hunderter oder halt als weibliches Hunderter und als männliches Shiny, dass ich damit fertig bin. Der Rafi Shango hat angekündigt, dass man wohl nur bis zu 250 Energie pro Raid bekommt, aber 300 Energie braucht, um es zu entwickeln. Das heißt, ein Raid würde sowieso nicht ausreichen, um ihn zu entwickeln. Ihr bräuchtet sowieso mindestens zwei. Das heißt, ich bräuchte mindestens drei oder vier, um mein Ziel zu erreichen. Und das dann halt in männlich, weiblich, shiny, lucky, alle möglichen hin und her durchzuentwickeln. Kommt auf über 6000 WP, glaube ich. Ist direkt weg, nicht mal 30 Sekunden. Wenn ihr Gesteins-Pokémon habt, dann geht das einfach runter wie Butter. Wir ziehen jetzt hier direkt durch. Lade-TM, Tränke, Bären, Sonderbonbons, XL-Sonderbonbons, 1000 Staub, 10.000 Erfahrungspunkte, 21.08. Despo da ist so ein Pokémon, für das habe ich damals im Raid immer die silbernen Bären genommen. Ich wusste nie, für was brauchst du silberne Bären. Bei einem legendären nimmst du die goldenen, dass es drin bleibt. Bei einem anderen, bei einem kleinen Pokémon nimmst du die gelben, dass du mehr Bonbons kriegst. Wofür nimmst du die silbernen? Aber damals gab es vierer Raids mit Despo da und das war der Boss, den ich haben wollte, aber am meisten Bonbons gebraucht habe. Deswegen war Despo da genau dieses Pokémon, wofür ich immer die silbernen Sananabären genommen habe. Jetzt Despo da zurück. Wer Bock hat, kann auch ein paar Despo da Raids machen. Wir machen heute ab 18 Uhr mega Despo da Raids für Zuschauer. Wer da noch Hilfe braucht, wer Leute braucht, der kann da mitmachen. 250 Energie bekommen, 10, 11, 10, das ist mega schlecht. 300 braucht man, das passt schon. Wie wir ein Mega Despo da entwickeln, das seht ihr dann, wenn es soweit ist. Ich habe auf jeden Fall einen 100er, ich habe einen Shiny, ich kann hier wieder gut an die Sache rangehen. Patsch ist auch Glücksfreund geworden. Vielleicht können wir heute noch tauschen, Patsch, wenn du Bock hast, wenn du das siehst. Ansonsten, wie sieht es denn bei dir aus? Shiny dabei? Gutes dabei? 21,35, 21,36, ja, das sind die zwei besten. Würde ich sagen, war es das eigentlich von meiner Seite aus. Tschüss! Stehen sie im Walde, wie zwei Männlein, stehen im Walde. Aber ich feiere den Brunnen so enorm. Den Brunnen muss ich euch nochmal zeigen. Guck dir den Brunnen an. Wenn du Gummilatschen anhast, kannst du sogar einfach in den Brunnen reingehen und kannst so, oh ja, brunnenlos. Das ist halt gut, ne? Hättet ihr Socken an, würde das gar nicht funktionieren. Also immer mit Gummilatschen raus.